Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier bei Alex E-Bike. Wie ich euch versprochen habe, war damals schon bei dem Video, dass ich in Bad Embach nochmal neu filmen werde. Das soll heute passieren. Wir haben uns heute hier auf dem Flowtrail getroffen, der Fabi und ich. Wir werden heute ein neues Video für euch machen. Diesmal werde ich die Perspektive der Kamera genauestens einstellen, damit ihr auch alles seht. Ja, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit meinem neuen Video. Euer Alex. Ja, jetzt sind wir auf dem Rundweg. Der ist rund 5 Kilometer lang. Führt dann hoch zum Start für den Flowtrail. Ja, eine schöne Waldautobahn. Lässt sich aber super fahren mit dem E-Bike. Fährt man ganz gechillt nach oben und dann die Abfahrt zu genießen. Vor mir der Fabi, voller Ehrgeiz. Ja, wir befinden uns immer noch auf dem 5 Kilometer Rundweg, der nach oben zum Start führt vom Flowtrail. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Fabi haut mir schon ab. Es macht auch hier schon Spaß, hochzufahren. Also auch schon schöne Trails. Steinen, Wurzeln. Macht jetzt schon Spaß hochzufahren. Mal abwarten, wie die Abfahrt wird. Die wird noch viel, viel schöner. So, ich hoffe, man versteht mich. Wir sind jetzt am Start oben. Ja, genießt die Abfahrt. Fertig, Fabi? Joho, weiter geht's. Das war der erste Teil. Diesmal noch nicht, später. Die nehmen wir jetzt mit. Und weiter geht's. Nächster Abschnitt. Abschnitt Nummer 3. Übrigens, die rote Strecke, die ich jetzt fahre, sehr schöne Anblicker gibt es hier. Ich hoffe, ihr versteht mich überhaupt im Prozess. Schön wurzeln, wunderbar. Thank you.
jetzt der letzte Abschnitt. Da hat es auch noch ein bisschen in sich. Wie zwar schöne Wurzeln mit ein paar Abkantungen, wo man schön drüber springen kann. Macht richtig Spaß. Muss ja zu unserer Schande gestehen, wir sind vorhin schon mal ohne Kamera runtergefahren, weil sich auch so viel verändert hat. Naja. Jetzt sind wir aber auf dem Plauen gelandet. Das macht auch nichts. Wow! Geil! Wie schon versprochen, der letzte Abschnitt, der hat es mal richtig cool in sich. Ja, sind wir unten einmal runtergefahren, die rote Strecke. Ich glaube, einmal habe ich mich vertan und bin stark auf die blaue gefahren. So schnell konnte ich nicht reagieren. Trotzdem war es eine schöne Abfahrt. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ja, wird jetzt nochmal einen Akku wechseln in der Kamera. Und dann fahren wir nochmal hoch und werden nochmal vereinzelt ein paar einzelne Filmabschnitte machen, wo man mal ein bisschen springen kann und so weiter. Und dann ja, sehen wir uns später wieder. Ciao. So, auf zur nächsten Abfahrt. Und los geht's. Wunderschöner Floater hier. Yes! Ja, jetzt bin ich auf der schwarzen Bahn. Mal gucken, was uns hier so erwartet. Ich fahre hier runter wieder. Die Kurven nicht gekriegt, aber egal.
Juhu! Voll geil! Schöner Table. Hier sind wir noch gar nicht her. Fantastisch hier. Jetzt fahre ich die Rollaber. Die wir vorhin verpasst haben, die Einfahrt. Die haben wir aber jetzt hier. Sehr schön. Bin ich auch Fabi gleich überholt. Ach, schön. Yes! Genial! Sprünge satt am letzten Stück. Los. Ja, das war's wieder für heute. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Hier auf dem Flowtrail. Oder sollen wir noch ein kleines Fazit machen, Fabi? Ganz einfach, der Flowtrail lohnt sich auf jeden Fall, hier hinzukommen. Fahrt einfach nach Bad Endbach. Fahrt erst die blaue runter, dann werdet ihr schon die rote sehen. Und umso mehr euch zumutet, umso besser könnt ihr fahren. Macht Riesenspaß. Wenn ihr schwarz fahren wolltet, dann solltet ihr auf jeden Fall alles dabei haben. Das ist hier Pflicht. Und, aber da gibt es auch diesen super schönen Wallride, den ihr im Video gesehen habt. Der macht riesig Spaß. Wie gesagt, ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da. Und ganz, ganz wichtig, abonnieren, abonnieren, abonnieren. Ich habe noch viel zu wenig. Ich würde so gerne mehr Videos machen für euch, wenn ihr es denn sehen wollt. Also abonniert mich. Ich freue mich riesig darauf. Und mache noch ganz viele Videos für euch. Macht's gut. Auch ein kleines Dankeschön von Fabi, der dabei war. Hat ihm auch sehr viel Spaß gemacht. Ich denke mal, wir fahren jetzt einfach nochmal hoch, fahren nochmal ohne Kamera, einfach nochmal Vollspeed hier. Bis dann, macht's gut, euer Alex.